Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Flavo und ja, habt ihr das gesehen? Wir spielen heute Clash Royale und zwar 3 Runden ausschließlich mit Goblins. Und es geht auch schon... Los! Also, natürlich habe nicht ich gespielt, sondern Kip, ja. So. Ja, wir freuen uns auch schon. Übrigens, der Pfeilspucker mit seiner Maske, das ist Kips Lieblings-Goblin-Figur. Kobold eigentlich und, ach nö, ach toll, jetzt hat er einen Zauberer, der Zauberer, oh, also es gibt 2 Figuren, die Kip absolut hasst in diesem Spiel. Das ist also der Zauberer und das ist der schwarze Superritter oder wie der heißt. Aber die Gobs, die grünen Goblins, die schlagen sich hier sehr, 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 sehr wacker. Oh, die Walküre. Ach, die Walküre kann Kip auch nicht so ausstehen. Irgendwie kann selbst ein Skelettmonster auf das eindrischen wie noch was. Sehr hartnäckig. Ja, und Frauen soll man sich damit anlegen. Und 1:0 für Team Rot. Oh, ja, da freut er sich schon. Ja, aber grüne Goblins bzw. Kobolde sind nicht sehr freundlich zu ihren Gegnern. Ja, die spotten sie dann aus und die Zunge rausschringen. Und jetzt kommt auch noch so ein Kanonenriese. Aber eine Fernangriffswaffe in Kombination mit Gift ist immer irgendwie eine nice Sache, aber gegen diesen Zauberer kommen eben so ganze Horden nicht an, wie zum Beispiel ja auch Skeletthorden oder auch, Lakaihorden oder auch, wie gesagt, Kobolde. Kobold heißt übrigens übersetzt Goblin, obwohl es auch nochmal meiner Meinung nach Unterschiede gibt. Ich würde jetzt zum Beispiel den Pumuckl nicht als Goblin bezeichnen. Kip schwört ja auf blaue Goblins, es gibt ja auch grüne Goblins und es sieht nicht gut aus für Kips Turm. Er schlägt sich weiterhin wacker, aber Batsch, das war's. 1:0 oder 0:1 in der ersten Runde. Das Satz mit X war wohl nichts, aber es geht gleich wacker in die nächste Runde. Übrigens 6 Jahre Clash Royale. Und Kip spielt seit 5 Jahren Clash. Grüße gehen raus an German Scrat, der Kip mehr oder weniger auf dieses Spiel aufmerksam gemacht hat und jetzt ihn süchtig gemacht hat. So, ja, Kip ist auf Level 12. Er spielt gegen einen Gegner auf Level 13. Oh, dieses blöde Holzrollbrett ist auch eine ziemlich gute Waffe gegen so Hordenangriffe, wie zum Beispiel der Zauberer oder die Pfeile. Aber wie gesagt, Kips Goblin Gang oder die Kobold Gang, Kobold Bande, schlägt sich hier sehr wacker. Das, was sind das für eine Einheit, wo ihr gerade angreift mit Pfeil und Bogen? Habe ich noch nie gesehen. Gut, auf Level 13 kriegt man vielleicht auch im Moment, der Gegner ist sogar auf Level 14. Ach, what the Funka, auf Level 14. Da hat ein kleiner Level 12er natürlich keine Chance dagegen. Ich glaube, zurzeit geht Clash Royale bis Level 14. Ich weiß nicht, ob es noch höhere Stufen gibt, aber die höchste Stufe wo uns bisher begegnet ist, war Level 14. Es sieht mal wieder sehr schlecht aus für Kips Kobold Gang. Kann er das Ruder noch umreißen? Ja, da kommt der Schweinereiter. Und ja. Ich würde mich freuen über eine Red Panda Einheit. Ja, die kann einen Gegner wegquasseln und weglabern. Oh je, es sieht nicht gut aus. Eine Koboldhütte wird auch mehr aus Prestigegründen noch gebaut, weil Kip eben sehr gerne sieht, wenn viele Goblins und Kobolde herumwuseln. Es gibt auch noch mehr Goblin- und Kobold-Einheiten. Aber Gift und hier dann die Pfeile und dann das Klonen, also dass man praktisch seine Einheiten verdoppeln kann. Das hat sich Kip noch vorbehalten. Sonst
Ja, sonst hat man ja gar keine Chance. Ich weiß nicht, inwieweit die Gegner immer so ausgesucht werden, dass die Chancen ungefähr gleich sind. Aber auch hier, die Sperrkobolde hat nichts mehr gebracht. Ja, danke, bitte. Ja, 0 zu 2. Das war auch in der zweiten Runde nichts. Jetzt kommt die dritte und als entscheidende Runde. Alle guten Dinge sind drei, ihr wisst ja. Ne? Außer Alien 3, aber gut. Oder Poltergeist 3. Oder, naja, jetzt wollen wir nicht über Filmtrilogien sprechen. Bereiten wir uns vor auf das Finale. Rabauken Arena. Goldrausch, ja. Er ist guter Dinge, er ist guter Dinge. Diesmal kämpfen wir gegen einen Level 9er. Und es werden gleich die Goblin und Kobold-Kumpels begrüßt. Ach, der hat jetzt schon wieder dieses Holz, dieses Kampfholz. Man soll es aber nicht überschätzen, auch wenn ein Gegner 1, 2 oder sogar 3 Level unter einem sind, hat das nichts zu bedeuten. Er kann trotzdem immer noch richtig gute Chancen haben. In manchen oder in vielen der unzähligen Spiele, die Kip schon gespielt hat, hat er auch schon gegen, ja, gegen Level 13er und 14er, nee, 14er noch nicht, weil das ist immer noch nicht so oft, aber auf jeden Fall gegen 12er und 13er Level schon gewonnen, wenn es auch nicht sehr hart war und mit einem anderen Kartendeck. Aber wie ich hier gerade sehe, ist schon wieder dieser schwarze, komische Ritter, der alles platt macht und niedermacht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man mit kleinen grünen Kobolden und mit Blasrohr-Gobs sowas besiegen kann. Auch dieses rosane Elixier-Golem. Endlich! Ja, willkommen im Spiel, Kip. Ja, die Goblin-Gang geht endlich mal ein bisschen in Führung und hat einen gegnerischen Turm zerstört. 1 zu 0 für die Goblin-Gang. Ja, Goblins an die Macht. Go-Weekend. In vielen Fantasy-Romanen werden grüne Goblins übrigens als die Hobgoblins bezeichnet. Und wie gesagt, Kip schwört ja auf blaue Goblins. Das sind die Goblins aus dem Roman von Jim Hines, wenn ich mich nicht irre, oder Hein, der Hine geschrieben. Und das ist meines Wissens nach der einzigste Fantasy-Autor, der Goblins blau schreibt. Wenn ihr mehr über Goblins wissen wollt oder über Toss, oder über Tortes, Kibis, Kibi, Kibas, Goblin und Fantasy-Creature Vorlieben, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann kommt ja wieder dieses doofe Kampfholz. Aber ich glaube, Kip kann das mit seiner Goblin-Horde gut meistern. Und wir wollen hoffen, dass die Stimmung und nicht kippt. Aha, ja, da kommt schon wieder dieser komische, große, schwarze Kampfritter. Aber so gerade so große Einheiten, die vorwiegend oder eigentlich nur Gebäude angreifen, kann man sehr leicht ablenken, wenn man selbst ein Gebäude hinstellt. Und dann können die umliegenden Türme dann den Gegner platt machen. So, da kommt dieser komische Golem. Klonzauber nochmal. Jawohl, sehr gut. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Und dieses Match geht an die Goblin-Horde, an die Kobold-Gang von Kip Supernova. Und ja, da gibt es nochmal Küsschen für den Gegner. Küsschen, Küsschen. Ja, das war's auch schon. Ich verabschiede mich von euch, wenn ihr mehr Clash Royale oder auch vielleicht spezielle Goblin- oder Kobold-Matches sehen wollt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, seid neugierig, seid bleibt gesund und tschüss.